wie ja schon angekündigt, bin ich heute hier, um euch einzuladen. Und zwar schon für diesen Freitag und für die jüngeren Semester sozusagen unter euch, also alle unter 28, auch für den Donnerstag, weil wir da ein Jugend-IGF veranstalten. Wer von euch kennt denn eigentlich das Internet Governance Forum? Okay. Na, nicht so viele. Das macht auch gar nichts. Ich erkläre das auch. Also, was ist das IGF Deutschland eigentlich? Und die Antwort ist erstmal ganz einfach. Wir sind die deutsche Initiative vom Internationalen Internet Governance Forum. Und was ist das? Das wurde gegründet von den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen kennen wahrscheinlich viele von euch. Das ist eine zwischenstaatliche Organisation, also internationale Organisation, die sich um Frieden und Sicherheit und alle möglichen wichtigen Themen in der Welt kümmert und 192 Mitgliedstaaten hat. Und die Vereinten Nationen haben 2005 beschlossen, ja, Netzpolitik, Internetregulierung wird wichtig, aber das sollten Regierungen mal lieber nicht alleine machen. Da gab es natürlich noch sehr viel mehr politische Konflikte dahinter, aber letztendlich war dann das Outcome davon, dass ein Internet Governance Forum kreiert wurde. Das ist ein Forum, in dem alle sogenannten Stakeholder-Gruppen, also Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, auch Regierungen, aus der Wissenschaft und der technischen Community sozusagen, die überall auch dabei sind natürlich, gemeinsam Netzpolitik und Internetregulierung auf internationaler Ebene diskutieren, damit man das halt nicht nur den Regierungen überlässt. Und dieses Modell wird halt auch oft das Multi-Stakeholder-Modell genannt, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, das haben Kolleginnen von mir schon mal hier vorgestellt beim netzpolitischen Abend vor einiger Zeit. Ja, und das IGF hat dann regionale und nationale Internet-Governance-Foren gegründet. Seit 2008 gibt es auch das deutsche. Und seit diesem Jahr haben wir jetzt sozusagen neues Gewand. Wir wollen das Internet-Governance-Forum in Deutschland stärken als Diskussionsforum und sozusagen als Brücke auch zur internationalen netzpolitischen oder Internetregulierungsgemeinschaft zwischen all diesen Stakeholdern. Ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber wir fangen hier jetzt sozusagen in Deutschland damit an. Und seit Februar haben wir jetzt ein Sekretariat, das ist bei Reporter ohne Grenzen hier in Berlin, die kennt ihr vielleicht auch. Und ein Beirat, in dem ich unter anderem bin, aber auch noch 25 andere Mitglieder. Da haben wir auch wieder aus allen Stakeholder-Gruppen Vertreter, also Bundestagsabgeordnete, Vertreter aus den Ministerien, aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und auch Nachwuchsvertreter für die jüngeren Stimmen sozusagen. Und das könnt ihr euch auch alles anschauen auf der Website. Hier ist der Link, aber auf Twitter und so weiter tweeten wir da jetzt auch häufiger drüber. Und was macht jetzt eigentlich das IGF Deutschland? Ne? Wofür stehen wir? Also unsere Mission ist, das offene Internet, die offene Entwicklung des Internets zum Nutzen aller Menschen zu unterstützen und da auch alle gesellschaftlichen Akteure mit einzubeziehen. Das ist halt im Grunde auch wieder die Mission des globalen IGF. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen wollen wir da auch einfach so ein Diskussionsforum fördern, das so offen wie möglich ist. Und veranstalten deswegen auch bisher eine jährliche Konferenz. Mal schauen, ob es vielleicht noch mehr werden kann. Ja, und die erste oder die Konferenz, jetzt das achte Internet Governance Forum, findet jetzt diese Woche statt, wozu wir euch einladen, um auch mit zu diskutieren und euch halt da zu diesen Themen mit zu engagieren. Und am 8. September ist eben das Jugend-IGF, was ich schon angekündigt habe. Was sind jetzt aber eigentlich die Themen? Ne? Also, wir wollen euren Input. Ich habe jetzt mal hier die vier Themen aufgeschrieben, die wir am Freitag diskutieren werden. Das ist einmal Exportkontrolle von Überwachungstechnologie. Das ist ein großes Thema, das wir diskutieren. Dann Verschlüsselungspolitik in Deutschland. Da ist ja immer einiges auch in letzter Zeit gerade wieder passiert. Also da geht es dann auch in die Richtung, was sollen eigentlich Strafverfolgungsbehörden dürfen und nicht. Was hat es eigentlich mit CITES auf sich? Aber auch, wie können wir Verschlüsselung in Deutschland fördern? Soll ja Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden? Wie soll das eigentlich funktionieren? Dann soll es auch gehen um die Ethik von Protokollen, also in zum Beispiel selbstfahrenden Autos oder und so weiter im Internet of Things. Was sind eigentlich die Werte, die in diese Protokolle einkodiert werden? Und
Dann gibt es noch ein Klassiker-Thema, das ist die IANA-Transition. Im Grunde geht es da um die Verwaltung von Adressen und Domainnamen durch die Internet-Community. Aber da gibt es einen neuen Prozess, weil früher die US-Regierung darüber Aufsicht hatte und das jetzt abgibt. Und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Ja, und durch diese Diskussion werden dann sogenannte Messages from Berlin formuliert, die veröffentlicht werden und weitergegeben werden, auch an die Vereinten Nationen und auch an den Europarat und andere halt internationale Gremien, die sich damit beschäftigen. Und im Dezember findet auch das internationale IGF wieder statt. Und insofern werden halt alle Messages von den verschiedenen Ländern dort eingebracht und diskutiert, von den verschiedenen Stakeholdergruppen auch wieder. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Das will ich jetzt hier nicht alles genau erläutern, aber ihr könnt mich auch gerne danach nochmal fragen. Genau, und jetzt auch für alle etwas Jüngeren hier unter euch, ihr könnt euch immer noch bewerben für das Jugend-IGF, das am Donnerstag stattfindet. Und da werden wir ein paar Workshops abhalten, natürlich zum Thema Internet Governance, aber auch zu Themen Internetsicherheit, Verschlüsselung und wie Freiheit, welche Rolle da Freiheit spielt und wie wir die bewahren können. Die Kosten für Reise und Unterkunft übernehmen übrigens wir, also falls ihr nicht aus Berlin seid, dann unterstützen wir euch da, weil wir finden, diese Stimmen müssen noch viel mehr eingebracht werden in die Diskussion von oft älteren Hasen sozusagen aus der Internet-Governance-Community. Ja, und wie geht's weiter? Am besten meldet ihr euch einfach an, hier auf dem Link. Das geht heute noch bis Mitternacht oder aber auch einfach vor Ort am Freitag. Das ist im Roten Rathaus hier in Berlin, also direkt am Alexanderplatz. Und wenn ihr vorbeikommt, ich glaube auch, noch so den ganzen Tag lang, dann könnt ihr euch dort anmelden und an den Sessions teilnehmen, die euch interessieren. Und für das Jugend-IGF könnt ihr euch noch bis Mittwoch 10 Uhr anmelden. Dann müssen wir schließen, weil es ja schon am Donnerstag losgeht. Und darüber hinaus haben wir einen Twitter-Account, der hier ist, und E-Mail-Adresse. Und außerdem könnt ihr uns auch direkt, wenn ihr Leute im Beirat kennt, was wahrscheinlich einige von euch tun, die direkt anschreiben. Ja, und wir freuen uns auf den Input. Vielen Dank für die Einladung. Gibt es Rückfragen oder Kommentare zum Internet Governance Forum Germany? Nein. Nein. Doch. Ah. Auf eurer Seite vom Jugendforum steht, dass die Anmeldung schon beendet ist. Könnt ihr da noch was nachtragen? Ja, müssen wir wahrscheinlich machen. Also, ja, dann ist das eine falsche Angabe, weil wir eigentlich noch bis morgen um 10 Anmeldungen annehmen und das leite ich einfach nochmal weiter. Sorry. Okay, also anmelden jetzt.